Markus Röhl. Okay, noch eine Frage? Ja. Also meine Frage ist jetzt, ob man im Aufbau unbedingt auch mit dem Überschuss an Fett braucht oder ob es einfach egal ist, ob man auch zum Beispiel High-Carb-Low-Fat machen kann. Ja. Ich glaube, du brauchst immer oder ganz bestimmt, du brauchst immer einen Energieträger. Entweder Kohlenhydrate oder Fett. Wenn die Kohlenhydrate hochzieht, brauchst du eigentlich nur einen gewissen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Ja? Aber wenn ich jetzt sage, ich habe einen Überschuss von 100%, dann sind es im Aufbau vielleicht 60% Kohlenhydrate, 35% Eiweiß und 5% Fett. In der Diät musst du es natürlich wieder rumziehen, weil du den Insulinspiegel runterkriegen musst. Also nimmst du die Kohlenhydrate weg und das ist Fett hoch. Das ist eigentlich das einzige Tauschgeschäft, wo du machst. Kohlenhydrate und Fett tauschst du gegeneinander aus. Aufbau und Diät. Das Eiweiß bleibt immer oben, weil du musst ja im Aufbau, klar, Muskelaufbau brauchst das Eiweiß, in der Diät Muskelerhalt kostet genauso das Eiweiß. Ja, wie viel Eiweiß nimmt man dann so? Weil es gibt ja ganz verschiedene Theorien, die einen sagen, es gab wirklich mal 2 oder mal 1,5. Ja, stimmt. Es gibt viele Theorien. Man kann das auch immer wieder überall nachlesen, wenn man von der Deutsche Gesellschaft für Ernährung ausgeht, dann würde ja rein theoretisch schon 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zum Nierenversagen führen. Ganz so ist natürlich in der Praxis nicht. Es gibt auch neuere Studien von sehr guten Ernährungswissenschaftlern. Und da kann man durchaus 2 bis 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Das ist auch eine Menge, die für eine gesunde Niere absolut unschädlich sind und auch eine Menge, von der ich der Meinung bin, dass es zum Muskelaufbau oder auch in der Diät ausreicht, um die Muskeln sozusagen am Leben zu halten. Unter 2 Gramm würde ich persönlich nicht gehen und über 3 Gramm ist jetzt auch nicht zwingend notwendig, dass der ein oder andere schwere Bodybuilder da schon mal ein bisschen drüber kommt, weil er nicht so viele Kohlenhydrate oder Fett futtern möchte. Das ist okay, aber utopische Mengen von 5, 6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht halte ich auch nicht für sinnvoll. Also die Faustformel, 2 bis 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, finde ich eigentlich ganz praktisch und realistisch und habe das auch immer so für mich umgesetzt, wobei ich dann natürlich immer die 3 Gramm genommen habe, dann konnte ich ein Steak mehr essen. Die gleiche Formel kannst du auch anwenden auf eine Frau. Also alle Mädels, alle Bikini-Mädels, die wir vorbereiten, die halt ja auch ein bisschen zarter sind von der Statur, die bekommen trotzdem mindestens 2,5 bis 3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, zumindest dann, wenn sie in der Diät sind. Also unter 2 Gramm setze ich die nicht. Also so ein 50 Kilo Mädchen bekommt bei uns trotzdem roundabout 130 bis 150 Gramm Eiweiß. Du musst ja auch immer sehen, du musst ja auch irgendwo auf deine Kalorienzahl kommen. Ja? Wenn ich jetzt mal rechne, man sagt jetzt von 50 Kilo mit 150 Gramm Proteine bist du bei 400, bist du bei 600 Kalorien. Ja? Jetzt hast du noch ein bisschen Fett vielleicht nochmal mit 40, 50 Gramm oder was, da bist du nochmal bei 400 Kalorien und dann hört es schon auf, weil Kohlenhydrate kriegt die Frau da nicht mehr viel, also bist du bei 1000 Kalorien. Deswegen zieht der eine andere Bodybuilder das Protein noch höher. Einfach um die Kalorien sicherzustellen, weil du kannst die Kohlenhydrate in der Diät natürlich musst du runterfahren. Ne? Also errechnet sich das eigentlich relativ simpel. Ja? Wenn du jetzt sagst, okay, dann, ich habe so 4 bis 4,5 Gramm genommen, bei 130 Kilo Wettkampfgewicht war ich so bei 520 Gramm Protein ungefähr. Das muss ich am Tag nicht reinschaufeln. Ja? Aber auch allein, damit ich mal auf meine 2000 Kalorien und Eiweißmenge komme. Weil mit Kohlenhydrate war dann nicht so viel. 300 Gramm Reis war das dann, da waren 240 Gramm. Da bist du bei 800, 900, bist du bei 2900, noch ein bisschen Fett war ich bei 3.000, 4.000 Kalorien. Beim 130 Kilo Bodybuilder ist das nicht viel. Ja, das war gerade so, dass ich mir morgens noch die Hintern abwischen kann, dass ich nicht bewusstlos werde. Aber klar, jetzt rechne ich mal so einen Ernährungswissenschaftler durch, ja, mit 1,25 Gramm, glaube ich. Ja. Ja, mein Gott, dann kann ja kein Wellness-Hittich mit überlegen. Ja. Wenn du so einen Hirsekohl hast, glaube ich, hat schon 30 Gramm Eiweiß. Vielleicht ist der vegan, ja, ich weiß es nicht. Aber das sind so die Dinge, wie gesagt, auf die Gesamtkalorien musst du irgendwie errechnen. Wenn du halt abnehmen willst, musst du die Energie runterziehen, dann musst du das Eiweiß ein bisschen hochfahren. Also ist vielleicht auch mal erlaubt, den Eiweißbedarf ein bisschen höher zu ziehen, einfach um die Energiehaushalt sicherzustellen. Ja. Sollte man beim Training jeden Tag, wenn man aufs Training geachtet, sollte man da quasi jeden Satz aufs Muskelversagen gehen? Oder sollte man sagen, ja, die ersten beiden Übungen gar nicht und danach erst?
ganz schweres Thema. Da streiten sich ja die Gelehrten. Die Frage war, ob man im Training bei jedem Satz bis zum Muskelversagen gehen sollte. Das ist wirklich eine sehr schwere Frage, weil da wirklich auch die Meinungen komplett auseinandergehen. Die einen, die halt sagen, nein, um Gottes Willen, das ist zu viel, man darf nicht jeden Satz bis zum Muskelversagen machen. Ich will die Frage mal so beantworten, aus meiner Praxis heraus. Als ich angefangen habe, Bodybuilding zu machen und ich habe die Wettkämpfe angefangen zu fokussieren, habe ich immer bis zum Muskelversagen trainiert. Jeden Satz. Gut, die ersten ein, zwei Aufwärmsätze vielleicht nicht, aber dann haben wir zum Beispiel 4 schwere Sätze gemacht und dann habe ich mit meinem Trainingspartner, dann haben wir Vollgas gegeben. Dann haben wir jeden Satz bis zum Kotzen gemacht. Ich wüsste jetzt selber nicht, ob das die beste Methode war, aber bei mir hat es irgendwie funktioniert. Und so haben wir jedes Training gemacht, egal ob das ein Beintraining war, ob das ein Bizeptraining war. Ich habe immer versucht, wenn ich ein Gewicht in der Hand hatte, so viele Wiederholungen wie möglich damit zu machen. Und ich habe den Satz immer erst dann beendet, wenn ich halt wirklich nicht mehr konnte. Ob es vielleicht jetzt auch mit einer anderen Methode funktioniert hätte, wenn ich weniger hart trainiert hätte, ich weiß es nicht. Aber für mich war das Training immer erst dann, auch vom Kopf her, effektiv, wenn ich mich immer komplett verausgabt habe. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut, was Matthias gesagt hat. Bist du denn zufrieden, wenn du einen Satz machst und hörst eigentlich mitten im Satz auf? Ja, auf keinen Fall. Deswegen ist es auch immer so, wenn man geil ist aufs Training, versuchst du immer das Maximum rauszuholen. In jedem Satz, in jeder Wiederholung, in jeder Übung. Und ich glaube, das ist auch das, warum wir gesagt haben, wir versuchen jeden Satz bis zum Muskelversagen zu machen. Weil nur wenn du nach einem Satz fast erbrichst, dann hast du die Sicherheit, dass du alles gegeben hast. Und nur dann weißt du nach jedem Training, hey, heute war es geil, weil mir ging nicht. Und wenn es dann vielleicht am Ende des Tages nicht gelangt hat, beim Wettkampf noch vorzukommen oder so, oder für dich, für Muskelaufbau, dann weißt du aber immer, ich habe alles versucht und mir ging nicht. Ja? Dann liegt vielleicht am anderen Hebel, wo ich ein bisschen heben, drehen muss, aber nicht am Training. Heute, glaube ich, die Leute sind so ein bisschen weggegangen und ich sehe es auch manchmal im Studio bei uns, ja, oder woanders, wo ich dann immer denke, wir trainieren wie die Muschis. Ja. Mir fehlt so ein bisschen die Geilheit aufs Training, so ein bisschen die Aggressivität. Was bei uns ist damals, ich meine, das kannst du heute nicht mehr machen, ja, aber was bei uns ins Studio gegangen, da lief ACDC, ja. Da bist du runtergekommen, da hat es nach Käsefüßen gestunken und Blut und Schweiß. Du hast gedacht, heute verrobbe ich hier alles. Ja. Heute kommst du ins Studio, da haben sie alle Kopfhörer auf, es ist ganz leise. Du musst das so machen, weil sich die Zeit geändert hat. Bei uns ja auch, ja. Läuft hier Radio. Ich hätte damals umgebracht, wenn der Radio gelaufen wäre. Bei uns ging es damals das Training, rufen der Ring schon Herzbelz los, das genau wusste. Jetzt geht's vorwärts. Ja. Und da hat sich die Frage ja gar nicht gestellt, wie trainierst du denn heute? Weil jeder so trainiert hat. Das ging nur so. Die Zeiten haben sich geändert. Und das ist das, was ich so ein bisschen vermisse heute. Was du aber durch den Mainstream halt nicht mehr so verkaufen kannst. Ne? Aber jeder kann für sich das Beste rausholen. Ich glaube auch nur, das ist der Weg zum Erfolg, auf kurz oder lang. Nur wenn ich den Muskel immer wieder neu reiz, und mir wieder bis ans Maximum gehe, nur dann mache ich Fortschritt, und zwar permanent. Also mal ganz persönlich dazu, ich bin der festen Überzeugung, lieber ein Satz bis zum Muskelversagen, als 3 Sätze einfach nur so abgespult. Ich denke, der eine Satz bringt mehr als 3 Sätze, die ich einfach nur so gemacht habe, ohne Muskelversagen. Das ist so mein persönliches Empfinden. Und ich bin manchmal so ein bisschen enttäuscht, wenn ich dann sehe, wie die Leute im Studio trainieren und halt nur ihre Sätze abarbeiten und ihre Wiederholungen fertig machen und dann bei 10 aufhören. 5 mal 5. Und dann bei der Wiederholungszahl aufhören, obwohl sie vielleicht nur 2, 3 geschafft hätten. Und wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, lieber ein Satz bis zum kompletten Muskelversagen, scheiß drauf, wie viele Wiederholungen du machst, als 3 Sätze, die ich irgendwie abgezählt habe und auf irgendeine Wiederholungszahl achte und bla bla bla. Wie gesagt, ein Satz, richtig Vollgas geben, bringt meiner Meinung nach mehr als 3 Sätze, die ich einfach nur so abgespult habe. Markus Röhl